Pommes, tut doch mal, wir brauchen Verstärkung. Ja. Ja, wie gesagt, jetzt haben die Kameraden die Pferdespitze hier angefordert, die kommen jetzt hier mit her. Das ist eigentlich so ein Originalbild, wie es früher um 1900 war. Wie gesagt, die Kameraden um 1900 wurden die ersten 60 Helme gekauft. Dann diese blauen Röcke für die Feuerwehrmannschaften. Also so sind die um 1900 hier durchs Gewitter gefahren. So wie gesagt, ein bisschen vorsichtig. Ich habe Ihnen extra nichts gesagt, wie gesagt, meine Pferde sind ein bisschen scheu. Und jetzt, wie gesagt, brennt es jetzt, die Feuerwehr ist vorgefahren. Natürlich reicht die Bedienmannschaft nicht aus. Der Bischof auf der Bischofsburg, der hat von oben von seinem Turm aus, hat es gesehen, dass hier das Rathaus brennt. Er hat jetzt seinen Koch geschickt. Jetzt kommt der Koch von der Bischofsburg und unterstützt jetzt hier die Feuerwehrleute aus Zingeser hier. Ja, wie gesagt, weil es auf der Bischofsburg hat es früher auch öfters mal gebrannt. Ja, da hat auch mal der Schmied so fast die ganze Burg mal in Brand gesteckt. Und wie gesagt, der hat jetzt seinen Koch hier mit dazu geschickt, der es mithilft. Ja. So, die Kameraden, also das Rathaus brennt jetzt in voller Ausdehnung. Es wurde jetzt eine riesengroße Rauchwolke gesehen. Und natürlich werden auch die anderen Feuerwehren jetzt hier mit alarmiert. Sie haben es gesehen. Die machen jetzt ihre Spritzen klar, die Richtung der Gegend und versuchen jetzt die Feuerwehrzivilisten zu unterstützen. Also das ist wirklich wahr. Also vor 150 Jahren war hier ein Großbrand gewesen in Zivilisten. Und zwar war es auch so ein schöner Sommertag.